So, hey Leutchen, und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris. Wir spielen die Last of Us Part 2 und wurden gerade von den naturbewussten Mitspielern gefangen genommen und mal gucken, wie es weitergeht. Ist alles okay? Ja. Schlechtes Timing? Nein, nein. Hoch, ist aber schick hier. Und was gibt's? Gibt es Befehle? So ähnlich. So ähnlich? Weißt du was? Wie wäre es, wenn wir Isaac einen Moment mal vergessen? Owen. Wann warst du das letzte Mal hier? Sieh dich um. Sieh dir alles an. Was hast du gemacht? Ist Alice auch hier? Draußen mit Mel. Das ist der Controller, der so klappert. Ist bei euch alles weißt okay? Weißt du, was da läuft die Beziehung? Passiert wäre? Gut. Größtenteils ja. Ich meine, sie ist schon richtig süß. Ganz im Gegensatz zu mir. Oh, hinter deiner harten Schale steckt auch ein weicher Kern. Dein schlechtes Gedächtnis. Selektives Gedächtnis. So, wir gucken uns ein bisschen weiter um. Ich glaube, hier gibt es hier nicht. Wie auch immer. Was hast du gemacht? Naja, ein paar Pflanzen entfernt, gestrichen. Hast du Bogenschießen geübt oder sowas? Oder sowas. Oh, das sieht kompliziert aus. Nicht anfassen. Abigail? Ist das ein Wissenschaftsexperiment? So ähnlich. Ich stelle selber Schnaps her. Sei nett, dann kriegst du welchen. Ich Glückspilz. Wo ging es hier lang? Verschlossen. Ah, da ist der Bogen. Zum Bogenschießen. Vielleicht können wir danach, wenn wir den Bogen irgendwie meistern. Ja, auch von den anderen mitnehmen. Du überstreichst doch nicht etwa Max Wandbild. Ich verschönere es. Das ist echt ein Aufstieg von Firefly Graffiti. Oh, hast du schon von dem neuen Firefly gehört? Ex-Firefly. Tja, sie hat gehört, dass sie sich in Santa Barbara sammeln. Hatten sie auch irgendwelche Beweise dafür? Nein. Ach echt? Geht's hier lang? Ich glaube ja nicht. Abigail? Was wird das? Du bist der Einzige, der mich so nennt, weißt du? Ein schönes Gefühl. Schön. Ist hier ein Loch drin? Also mehrere Löcher. Ah, das erklärt die Zielscheiben. Oh ja, Mel und ich machen hier einen kleinen Wettkampf. Oh, ich glaube nicht, dass dir das Spaß macht. Es ist ziemlich kompliziert. Ich weiß, was du da machst. Und es funktioniert. Die Regeln? Okay. Siehst du die Scheiben? Ja. Triff möglichst viele, bis die Zeit um ist. Oh, das ist einfach. Schreibst du meinen Namen da dran? Na klar doch. Oh. Ach du Scheiße. Sei ganz locker. Ah.
Ich bin stolz auf dich. Zwei geschafft. Aber noch nicht alle. Oh, gut gemacht. Wow. Isaac, wer beschämt. Heilige Scheiße. Fünf. Fast geschafft, Ab. Darf nicht laufen. Ach Gott, wie viele Pfeile habe ich noch? Das ist wirklich eine irre komplizierte Technik. Du bist so ein Arsch. Da oben. Zwei, um mich zu schlagen. Manchmal denke ich, wo sind die denn? Ah. Ich bin gerade ziemlich stolz. Nur noch 10 Sekunden. Wo soll die sein? Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ich hätte es fast geschafft. Oh, so knapp. Aber? Schreib die Punkte an. Nächstes Mal wird's besser. Mach ich später. Oh mein Gott. Mach jetzt. Hast du Angst, dass Mel rausfindet, dass ich hier war? Was? Nein. Das ist dir egal. Dann schreib meine Punkte an. Scheiße. Ganz ruhig. Ach, den Hund gibt's immer noch. Was heißt immer noch? Wir hatten ihn vor kurzem bei uns. Okay, es gibt noch eine Sache, die ich dir zeigen möchte. Los, komm hoch. Ist das die Leiche des Kapitäns? Die habe ich schon gesehen. Hast du ihm eine Weihnachtsmütze aufgesetzt? Was? Nein! Das wäre eigentlich ziemlich cool. Wo ist denn die Zehnte gewesen? Sieht bestimmt sehr schön aus. Nach dir. Hast du das alles gemacht? Sehr festlich. Warte, bis du alles siehst. Setz dich. Sieh dir die Aussicht an. Und jetzt probier das. Und? Eine schöne Aussicht. Oh, na klar. Wahnsinn. Soll ich etwa lügen? Ja, natürlich. Sie ist verrückt nach Weihnachten und wir haben Jahrestag, also. Das finde ich echt süß. Ach, fick dich doch. Nein, ich wünschte, jemand würde mich so sehr lieben, dass er das macht. Verdienst du doch nicht. Was, Geschenke? Oder jemanden, der mich liebt? Warum hast du so gute Laune? Hab ich das? Lass das Training heute sein. Abby, wenn der Mond aufgeht... Ich hab Joels Bruder gefunden. Er ist in einer Siedlung in Wyoming. Woher weißt du das? Ein paar Fireflies, die mit ihm gedient haben, wurden geschnappt. Ich dachte, er ist da schon lange weg. Ja. Haben diese Typen noch was von ihm gehört? Es ist eine Spur. Ich muss dem nachgehen. Okay, aber selbst wenn er wirklich da ist und du ihn findest, weiß er vielleicht nicht, wo Joel ist, stimmt's? Sagst du es den anderen?
Es sind alle an Bord. Mel eingeschlossen. Wir können nächste Woche los. Isaac lässt niemals so viele Leute aus der Basis. Er ist einverstanden. Bullshit. Wem ist Gerechtigkeit wichtiger als Isaac? Er weiß, was Joel getan hat. Hey. Wir machen das gemeinsam, klar? Klar. Krass, wie sich das alles innerhalb von 4 Monaten ändern kann und jeder seinen Sinn nach Gerechtigkeit folgt und dann feststellt, es ist, na gut, fast ohne Boden. Jetzt rächen die sich, dann rächen die sich. Ich bin gespannt, wer das Ganze überlebt. Na gut, wir machen das Ganze das nächste Mal weiter. Ich bin gespannt, wir sind ja noch gefangen. Und ja, wie es dort weitergeht, obwohl wir können ja schon mal anfangen, wie das hier so weitergeht, können wir noch mal kurz reingucken. Sie hat es ja überlebt. Ist irgendwie rausgekommen. Und hat ja auch sehr viele von ihnen umgebracht. Ist ja noch vor den Sturm und nach dem Sturm ist sie irgendwann ja im Theater bei Ellie und Tommy. Und Denise. Deswegen hat sie das hier überlebt. Oh, da hängt einer. Kennen wir den? Glaube nicht. Okay. Der hat aber ein gutes Maß. Ich hätte 5-mal hoch und runter gelassen. Also ich hochgezogen und runtergelassen. Bis es irgendwann mal passt. Sie sind voller Sünde. Befreie sie, damit sie auch meine. Oh. Na, wer ist hier der Glücksfilz? Wer bist du? Die andere Abtrünnige. Stutz ihr die Flügel. Autsch. Wer ist das jetzt? Hat ihre Entscheidung ein bisschen bereut? Ja, guck noch eine Stunde zu. Yara.
die Dämonen kommen. Schneid sie ab. Sie gehört zu ihnen. Lev. Der hat die Ruhe weg. Auf der Hut. Ich bin so schlecht im Ausweichen, merkst gar nicht. So. An dieser Stelle machen wir das nächste Mal weiter. Noch einer? Hui.